wieder dabei. Hi. Wir haben heute einen schönen Tag in der Stadt verbracht und waren sehr viel einkaufen bei Primark. Ja. Oh, das ist ein schöner Bild. Genau, und wir dachten, wir zeigen euch einfach mal wieder, was wir so Schönes gekauft haben. Das heißt, es gibt zwei Teile. Den ersten seht ihr jetzt bei mir und den zweiten gibt es beim Dagi. Bei der Dagi. Aber ich verlinke euch ihr Video am Ende und es steht auch in der Infobox. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Und du bist der Gast, du darfst mal mit deinem ersten Teil beginnen. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Mein erster Teil ist sehr, ja, gewöhnungsbedürftig oder einfach was anderes mal. Und zwar ist das ein, was ist das? Ein Wäschesack, um schmutzige Wäsche reinzutun. Mit Blumen, weil meine Wohnung ist halt rosa mit Blümchen und alles, immer alles schön und so. Und deshalb meinte Vicky, das musst du kaufen. Ja, ich hab's entdeckt. Genau, und das hat auch nur 4 Euro gekostet und ist eigentlich ganz sweet. Also ich glaube, das wird ein treuer Helfer für die nächsten Jahre. Wenn es so lange hält. Ja. Okay, dann mach ich mal weiter. Also wisst ihr was, ich beginne mal mit der Bluse, die ich anhabe. Die habe ich nämlich neu gekauft und dachte mir, ich ziehe sie jetzt auch direkt mal fürs Video an. Ich blende euch das auch nochmal ein, dass ihr das halt besser erkennen könnt. Und die hat 15 Euro gekostet und ich finde die einfach schön, die ist so ganz leicht transparent und ich finde, das ist sehr schön, wenn es warm ist, dann kommt da so ein bisschen Luft durch und es sieht durch die ganzen Blumen einfach super fröhlich und sommerlich aus und deswegen habe ich sie mir mitgenommen. Mein nächstes Ding. Da hat gar keine Kleidung gekauft. Doch, doch, da kommt noch Kleidung. Auf jeden Fall ist das so ein Holzherz mit einem Spruch und zwar Live, Love, Love. Jetzt kommen alle wieder, dein Englisch, Dagi, ist voll scheiße. Aber ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall fand ich das ganz sweet, auch für meine Wohnung. Und das hat auch 4 Euro gekostet und ist ein... Wieso habe mich das erinnert an die Lebkuchenherz? Ich will das so ein Screenshot! Oh, ich hab's geschafft! Ich krieg das nie mehr ab. Sieht echt aus wie ein Lebkuchenherz. Ja. Dann mache ich mal weiter mit, ich glaube, meiner neuen Lieblingsjogginghose. Und zwar ist das eine ziemlich weit geschnittene Jogginghose mit ganz vielen Mickey-Mäusen drauf. Und die sind halt so gräulich auf weiß. Und die sieht super cool angezogen aus und ist unglaublich bequem. Und sieht gut aus. Ja, das sieht echt cool aus. Und hat 12 Euro gekostet. Tada! Mein nächstes Teil ist ein Cardigan. Ein ganz schlichter Cardigan eigentlich. Der ist halt hier oben ein bisschen so, ja, wie nennt man das so? Nicht gerüscht, sondern so, so ein Wellenmuster. Sieht halt ein bisschen mädchenhaft aus und die Knöpfe sind auch aus Glitzer. Das sind eigentlich irgendwelche Steine. Irgendwelche Plastiksteine, ja. Oh nein, das ist voll dreckig. Das hat 10 Euro gekostet. Und ich wollte mir das eigentlich auch holen, aber in Schwarz, sonst gab es nicht mehr. In meiner Größe. Oh. Dann geht's weiter und zwar haben wir ja Sommer und deswegen dachte ich mir, kaufe ich mir auch mal eine schöne kurze Hose. Die ist auch wieder, boah, ich stehe voll auf Blümchen hier, die Bluse, die Hose, die ist auch so in einem Blauton mit ganz vielen bunten kleinen Blümchen drauf und das ist halt so eine Hose, die relativ locker sitzt und die mag ich eigentlich ganz gerne, weil die wirklich am kühlsten sind, wenn es halt wirklich richtig heiß ist und die hat jetzt 5 Euro gekostet und ja, gefällt mir sehr gut. Ist super schön. Die gab es übrigens auch in 1000 anderen Mustern noch. Mein nächstes Teil ist auch eine Jogginghose und irgendwie hat die mich angesprochen. Ich wusste gar nicht, dass du die eingepackt hast. Doch. Ich fand die cool. Das ist halt so, eine, also so irgendwie ein bisschen wasted, also ein bisschen gebraucht sieht die aus, aber es hat irgendwie sowas, es hat was Cooles irgendwie. Finde ich auch. Und ich brauchte einfach mal wieder eine leichte Jogginghose für zu Hause, zum Chillen oder keine Ahnung, zum Joggen. Ich war joggen. Ja, wollte ich gerade sagen. Und hat 10 Euro gekostet und ich fand die ganz nett. Ich finde die auch ganz nett. So, machen wir mal weiter mit was eher Unnötigerem. Und zwar sind das Socken, wobei die eigentlich schon sehr nötig sind. Sehr nötig. Genau, 7 Socken und die haben so ein ganz leichtes, ne, so ein schönes Strickmuster. So ein Bauernmuster. Genau. Genau. In meinem Ring hier fest. Ah! So. Das sind auf jeden Fall schöne Farben, rosa, blau, grau, türkis, was es alles so gibt. Und die haben mir sehr gut gefallen. 3 Euro haben die gekostet und deswegen habe ich sie mal mitgenommen. Übrigens, Bibi und Julian teilen sich die Socken. Ja, das stimmt. Ach, jetzt kommt mein Ding, was Dieses gekauft. Ja, ich habe die auch geholt. Das wusste ich nicht. Nicht? Nein. Warte mal die Augen auf.
Ja, ich kann euch auch nochmal die Farben genau sagen. Also rosa, grau, mint, nochmal rosa, nochmal grau, weiß und blau. Und die haben auch 3 Euro gekostet. Also wenn wir die schon beide haben, dann müssen sie ja toll Partner, sein. Ne? Genau. Ja, echt. Zu dritt. So, dann geht's weiter und zwar mit einer Tasche, einer Klatsch. Und das ist meine erste Klatsch in meinem ganzen Leben, die ich mir gekauft habe. Die gibt's auch in ganz vielen verschiedenen Farben und ich fand die irgendwie so schön in diesem Rosa. Und ich konnte mir schon voll die Looks damit zusammenstellen im Kopf. Und ich finde, die passt übrigens auch gut zu der Bluse, die ich gerade anhabe, weil die auch so rosa Blümchen drauf sind. Und mir gefällt die sehr, sehr gut. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie viel die gekostet hat. Der Zettel ist nämlich leider schon ab. Ich glaube... 10 Euro. Ja, 10 Euro. Also, ich glaube, die hat 10 Euro gekostet. Und, ja, ich finde die einfach sehr schön. Ganz elegant. Mein nächstes Produkt ist... Oh, cool. ist ein Cardigan oder ein Sweater? Oder was ist das? Eine Jacke ist ein, das. Eine Jacke. Ich sage jetzt aber mal Jacke dazu. Mit einem Blumenmuster, was man nicht wirklich definieren kann. In den Sieht Farben. So ein bisschen spacig aus, ne? So lila, pink, keine Ahnung. Aber ich habe mir die Jacke nur geholt, weil ich in Hamburg war, in New Yorker, und die Verkäuferin hatte das an und ich dachte mir so, boah, das sieht voll geil aus. Und das ist die Jacke, das habe ich sie auch. Ja. Und wie teuer war die? Weiß ich gar nicht. Die war 17 Euro. Oh, etwas teurer. Aber die ist immerhin schön. Ich finde sie auch sehr schön. Freut mich. Dann habe ich ganz zum Schluss, als wir eigentlich schon auf dem Weg zur Kasse waren, Schuhe entdeckt, beziehungsweise der Julian hat sie, glaube ich, entdeckt. Das sind Sandalen. Die sind beige und haben so rosa, goldene Mustersteinchen hier oben drauf. Also so Flip-Flop-Sandalen. Und ich bin mal reingeschlüpft und das sah sehr, sehr schön aus. Ich habe ja auch die Sandalen hier in meinem letzten Primer-Call mal gezeigt. Die sind einfach schwarz mit so Blümchen drauf. Und ja, jetzt eben diese hier, weil die super bequem sind, wirklich. Und haben gekostet 10 Euro. So, mein vorletztes Teil ist das hier. Und zwar ist das ein Primark-Goodie. Nee, das ist einfach nur so ein Becher, wo man halt so Getränke reintun kann. Aber das finde ich halt ziemlich sweet, weil da sind so Blümchen drauf. Und hier so ein Gummiding, damit es nicht zu heiß wird. Und dann, wenn ich dann durch die Stadt gehe, irgendwann mal mit meinem Hund oder so. Voll die Geschichte. Ja, aber eigentlich ist es ja ziemlich unpraktisch, um den mitzunehmen, weil da ist einfach ein Loch oben drin. Das stimmt. Du kannst den gar nicht zumachen. Also du kannst ihn zu Hause da. Schön, Primark. Habt ihr euch wirklich super Aber er überlegt. Ist sehr, sehr schön. Er ist wirklich schön. Und wer hat ihn entdeckt? Ich war es mal wieder. Nein, ich habe den entdeckt. Der stand nämlich neben dem Dings da für die schmutzige Wäsche. Das stimmt. Ja. Das ist toll. So, dann habe ich mir einen Haarschmuck gekauft. Und zwar ist das dieses Haarband mit so schönen Blümchen dran. Das hat die Dagi entdeckt. Und mich auch ein bisschen dazu überredet, mit dem Julian zusammen das zu kaufen. Ich kann es euch ja, guck mal, ich kann euch das jetzt mal direkt hier so, ne? Das sieht doch ganz süß aus. Und ich dachte mir, mit so viel rosa und pinken Blümchen dran, nimmst du das jetzt mal mit? Und jetzt sind meine ganzen Haare total durcheinander. Hat gekostet 3,50 Euro und ich fand das irgendwie total süß. Und dann werde ich das auch mal die nächste Zeit irgendwann mal anziehen. So, mein letztes Teil für diesen Haul ist das hier. Und zwar ist es eine Kerze. Die hat Julian entdeckt. Und zwar riecht die wie? Die riecht so geil. Die riecht so ein bisschen nach Zitrone und aber auch so ein bisschen süß. Nach süßer Zitrone irgendwie. Was steht denn da drauf? Was ist das für ein Das Geil? Ist Ginger und Fresh Zitrone. Also Zitrone und was ist Ginger? Ginger Ingwer. Müsst ihr unbedingt mal dran riechen, wenn ihr im Primark seid. Also die ganzen Kerzen, die da in dieser Abteilung waren, die riechen echt mega gut. Ich finde das so cool, da sind so, habt ihr es gesehen, da sind so 3 Dorte drin. Das ist bestimmt richtig cool, vor allem Balkon abends oder so. Ja, oder mal im Wohnzimmer. Ach ja, und die hat 4 Euro gekostet. So, und dann sind wir auch schon bei meinem letzten Teil. Und zwar ist das ein BH, den ich mir geholt habe. Ein BH? Mein erster BH aus dem Primark. Also die sind wirklich sehr günstig, muss man mal sagen. Der hat jetzt 6 Euro gekostet und in so einem schönen Rosaton. Da ist nichts dran eigentlich, da ist so ein kleines Strickmuster oben drauf. Und warum ich den mitgenommen habe, weil ich den echt cool finde, da ist hier unten so ein kleines Gelpolster
Kissen-Dingsbums drin. Und das ist halt echt so wie so ein Kühlakku, ne? Wie so diese Gefrier-Kühlakku. So, das fühlt sich total lustig an. Habe ich gesagt, 6 Euro, ne? Ja. Genau. Und das war's auch schon mit meinem bzw. unserem Primer-Call, dem ersten Teil. Und ja, wenn ihr Lust habt, dass wir nochmal jetzt wirklich mehr Videos zusammen machen, dann haben wir uns da auch schon was überlegt. Und zwar, wie wäre es mit einem zweiten Wahrheit- oder Pflicht-Video? Mhm. Wenn ihr Lust habt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Genauso natürlich, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und dann kommt ihr jetzt über Dagis Kopf zu dem zweiten Primer-Call, wo wir auch noch sehr schöne, sehr viele Sachen vorstellen, die wir gekauft haben. Und ja, dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und ihr auch das nächste Mal wieder mit einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit und sagen Tschüss!